Ja, moin zusammen. Ja, wie ihr gerade im Vorspann gesehen habt, wir waren gestern in Berlin unterwegs. Ich habe den Motor verkauft, den OM606. Ja, ich wollte ihn eigentlich einbauen in den Land Rover, vielleicht in den, vielleicht in den anderen, also nicht unbedingt in den blauen, wir haben ja mehrere. Mein Problem ganz persönlich ist das Drehmoment. Der zerfetzt mir das Getriebe, der zerfetzt mir den Allradantrieb. Ja, den Allradantrieb nicht unbedingt, aber das Getriebe auf jeden Fall. Dann ist das Problem, wir fahren den ja als Automatik. OM 606 mit Automatik bekomme ich nicht implantiert. Ja. Müsste ich entsprechend den Mercedes Wandler übernehmen, der passt wiederum nicht an das Getriebe, an das 4HP 22. Das Getriebe, was im Land Rover drin ist, ist auch im 7er BMW und im Volvo drin, zum Beispiel. Ne, das ist auch das 4HP 22. Im 940er Volvo zum Beispiel oder im 7er BMW. Ich kriege das nicht adaptiert. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich müsste dann quasi auf Schaltgetriebe umbauen und das Schaltgetriebe wiederum hat, glaube ich, ein Limit von 380 Newtonmetern und der OM 606 hat schon grundsätzlich mehr. So. Ergo, Entschluss gefasst, den bauen wir nicht ein. Und damit er hier nicht rumgammelt, sinnlos rumgammelt, ne, habe ich den direkt bei eBay Kleinanzeigen reingesteckt und am nächsten Tag war das Ding auch schon verkauft. Den haben wir gestern weggebracht in die Nähe von Berlin und bei der Gelegenheit haben wir uns ein bisschen Berlin angeguckt. Ich war da auch schön auf der Schönhauser Allee. Zu Ostzeiten. Tante besucht. Ja. Verwandtschaft von meiner Mutter oder sowas in der Richtung war das, glaube ich. Ich glaube ja. Die wohnten auf der Schönhauser Allee. War also, wir sind die Schönhauser Allee runter bis zum Alexanderplatz gelaufen. Und zurück dann mit der U-Bahn. Ja. War ganz lustig. War auch jetzt nicht so lange, ne? Also wir sind, ich glaube, um 15 Uhr sind wir da gewesen, Motor ausladen, 16 Uhr, dann haben wir irgendwo in Berlin geparkt und dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum Alexanderplatz hatten wir keinen Bock drauf, sind wir hingelaufen, weil Wetter war schön, sieht man ja auch in den Fotos. Ja, und zurück hat man wirklich keine Lust mehr zu laufen, dann sind wir mit der U-Bahn gefahren. Ja, und wie man hier sieht, bin ich mit meiner Werkzeugwand auch relativ weit gekommen. Unten Regal, oben Werkzeugwand, ja, ganz oben noch ein Regal. Sieht schon mal ganz gut aus, finde ich persönlich. Ist auf jeden Fall zweckmäßig. Ja. Nur einen von den Steinen von dem Regal muss ich noch austauschen. Ja, ich mag Steinregale. Wir haben so viele Steine hier. Warum soll ich die nicht benutzen? Ne? Die stehen eh nur im Weg rum. Ja. Ergo, Steinregale wie damals in der ersten Wohnung. Ja, damals waren es Ytongsteine, jetzt sind es rote Ziegel. Mein Gott. Gut. Was machen wir heute noch? Nachbar hat Probleme mit seinem Opel Frontera, der springt nicht an. Mal gucken, was er an Fehlermeldungen raushaut. Da werden wir uns gleich mal hinbewegen. So, mal eben in die Nachbarschaft den Frontera auslesen. Ach ja. Sind jetzt 831 Kilometer und das da ist der Tankstand. Ja, guter Durchschnitt. Also seit dem letzten Update, was ich gemacht habe, von der Software her, ist noch ein bisschen besser geworden mit dem Verbrauch. Also das Drehmoment unten rum ist wesentlich besser. Also man kann doch ein bisschen schaltfauler fahren. Ja, das passt. So, der Wagen springt nicht an. Und zwar ist das ja der 2,2 Liter Diesel. Relativ ähnlich zu dem Omega. Ähnlich, aber nicht der gleiche. Und zwar haben die das Problem, wenn ihr mal so ein Auto habt, als allererstes Rücklaufleitungen umlegen. Auch kein Problem. So, und dann habt ihr das nächste Problem, auslesen, Live-Daten. Ansauglufttemperatur und nicht Außentemperatur, Ansauglufttemperatur, genau. Die Ansauglufttemperatur bei dem hier liegt jetzt bei minus 50 Grad. Das bedeutet, hier oben auf der Pumpe ist das Steuergerät. Das ist dann platt.
Das muss eingeschickt werden. Da gibt es eine Firma in Polen, die macht das recht günstig. 150 Euro nehmen die, glaube ich. Es wird nichts mehr gefördert, ne? Also es ist ein kritischer Systemfehler. So wird das, ich glaube, das ist der Fehler P1220. Das ist ein kritischer Systemfehler. Das bedeutet, zwei Werte stehen so im Gegensatz zueinander, dass die Pumpe keine Förderung mehr zulässt. Ja. Ja, ist eigentlich ein tolles Auto. Wir hatten ja auch zwei davon. Eisenharte Dinger. Aber leider ist hier schon die etwas neuere Pumpe drin. Blöd. Ja. Ja, ausgelesen, Live-Daten, ne? Lässt sich ziemlich schnell herausfinden. Gut. Der hat im Moment keinen Motor. Wollen wir die Kollegen mal besuchen, wa? Na du? Du hast ein echtes Fliegenproblem. Ja. Ich finde die total hübsch. Ja. Du musst weiter essen. Dir guckt da was aus dem Mund. Ja, du bist hübsch. Ja. Nicht näher kommen. Bist du schüchtern? Ich finde die wunderhübsch. Da hinten ist noch einer. Ja. Gut. Ja, wir sind bei Olli. Der Fonterra gehört seinem Vater. Ja, Golf. Hat jetzt wieder einen Motor. Mal schnell einen Blick werfen. Na, komm schon. So, Golfi hat wieder einen Motor. Ne? Den ganzen Krempel mache ich dann zu Hause. Aber jetzt am Wochenende schleppe ich kein Auto durch die Gegend. Das nervt dann noch ein bisschen. Ne? Ja, den kleinen Krempel hier anschließen. Ich muss sowieso das hier alles zu runternehmen. Also dieses Teil hier, um den Zahnriemen auflegen zu können. Ja, Zahnriemensatz. Ich muss den Besitzer kontaktieren. Da sind immer noch ein paar Schwierigkeiten. Ich glaube, wir müssen da mal uns noch ein bisschen unterhalten. Ja, Batterie ist noch draußen, ne? Macht jetzt keinen Sinn. Lichtmaschine ist auch noch draußen. Das ist wesentlich einfacher, dann mit dem Zahnriemen zu arbeiten. Hydrostößel habe ich überlegt, neu zu machen. Das, was verfügbar ist, halt, ne? Wir müssen sowieso einen Ölwechsel machen, ne? Aber werde ich hier oben auch erstmal alles reinigen nochmal und dann gut. Ja. Aber so grundsätzlich ist alles montiert. Den können wir jetzt abholen und dann komplettiere ich den bei mir. Sehr gut. Ja, dauert im Moment alles ein bisschen. Ja, Ersatzteile sind halt im Moment, die wachsen nicht auf den Bäumen. Gibt einige Probleme in Bezug auf Ersatzteile im Moment. Ja. Gut. Dem geht's gut, ne? Na, ist lecker? Ich finde, die so haben so eine Gemütsruhe. Wahnsinn. So, mal gleich mal einkaufen und wieder nach Hause. Ja, das mit dem Werkzeug ist noch nicht, also mit der Wand hier ist noch nicht so ganz hundertprozentig. Alles, was ich mir vorgestellt habe, ich muss noch einräumen. Regal weiß ich noch nicht, was ich da mache. Beziehungsweise was ich da einräume. Ne? Vielleicht packe ich auch die Werkzeuge von hinten nach vorne, also nach hier hin. Weil es manchmal ein bisschen schwierig an den Autos vorbeizukommen, um ans Spezialwerkzeug zu kommen. Und da ist ja mittlerweile einiges da. Wollen wir mal gucken. Was wir da so einräumen können. So, das hier zum Beispiel sind die Gabeln für die, na, wie heißt es nochmal gleich, ja, Spurstangenköpfe etc. So. Die habt ihr jetzt bei mir schon ein paar Mal gesehen. Ich werde die euch nochmal verlinken. Ich finde die richtig gut. Ja, Spurstangenköpfe, Traggelenke und sowas in der Richtung. Geht damit sehr gut. Gut, die Ventile baut man jetzt eher selten aus. Das ist das Presswerkzeug für die Ventilkeile.
Wieso fehlt da eigentlich immer einer? Naja, so kleine Ventile hat wahrscheinlich kein Mensch. Ventilfedern halt, ne? Ja. Macht man eher selten, ist aber gut, das da zu haben, falls man mal wirklich schnell mal zwei Ventile austauschen muss. Ventile kosten übrigens nicht die Welt. Ne? Das wären beim Golf jetzt mit den kaputten Ventilen, wäre das pro Stück irgendwie was mit 12 Euro gewesen. Oh ja, den muss ich mal einölen, sehe ich gerade. Bremskolbenrückstellsatz. Ah, ist nur Oberfläche. Ja. Ist ganz praktisch, wenn man Bremskolben hat, die sich zurückdrehen müssen und sowas alles in der Richtung. Das kriegt man natürlich ganz gut hin. Bremsen macht man jetzt aber auch nicht jeden Tag. Ja, das wollte ich eigentlich bei nächster Gelegenheit nochmal benutzen. Ist quasi ja, Kompression prüfen kannst du machen, wie du willst. Wenn der Motor dann trotzdem noch unrund läuft. Ja, du hast alles probiert. Du hast die Zündung neu gemacht, du hast die Zündkerzen neu gemacht, Kabel, weiß der Teufel, Zündspule. Und das Ding hört sich immer noch an wie ein Dreizylinder im Leerlauf. Meistens klaren die ein bisschen auf bei erhöhter Drehzahl. Ich habe das Gefühl, dass ich es gerade falsch rumhalte. Ach ja, ich halte es falsch rum, deswegen. Ja, damit kann man ganz gut, wenn man einen Kompressor hat, kann man ganz gut den Druckverlust prüfen. Ja? Also man stellt den Zylinder praktisch so, dass der Kolben unten ist, dass die Ventile geschlossen sind, beide. Gibt dann Druck über die Zündkerzenbohrung. Da sind die entsprechenden Adapter bei. Komm raus. Ja? Das ersetzt praktisch die Zündkerze, dann gibt man Druck da drauf und dann kann man anhand des Manometers ganz gut sehen, wie viel abhaut. Und man kann es hören, entweder durch den Auspuff oder durch die Ansaugbrücke, welches Ventil praktisch verkokt ist. Das ist wirklich äußerst praktisch. War ja eine Spende. Ich muss gleich nochmal gucken, von wem. Nochmal vielen Dank dafür, das ist richtig gut, das Ding. Ja, alle die Diesel fahren und mal ein bisschen näher holen. Alle die Diesel fahren. Das ist ein Sitzfräser für Injektoren. Ja, also wenn der Injektor draußen ist und er hat schon ein bisschen länger abgepfiffen, ne? An der Dichtung vorbei, kann das sein, dass sich da durch die Verbrennungstemperatur in den Sitz eine kleine Lücke eingefräst hat. Und diese Fräsgeräte hier machen den Sitz wieder gerade. Äußerst praktisches Werkzeug. Eins der wichtigeren Werkzeuge für Mercedes, aber auch für jeden anderen Diesel. Rücklaufmengentest. Oh, den muss ich mal entstauben. Vorsichtig. Ja, Rücklaufmengentest, ihr habt oben auf den Injektoren, habt ihr ja die Rücklaufleitung. Wenn so ein Injektor zu viel Rücklauf hat, ja, ist das ein ziemlich guter Indikator für seinen Zustand. Die Kollegen hier werden mit den Zylindern praktisch verbunden. Oben auf die Rücklaufleitung drauf. Da ist ein entsprechender Adapter drauf. Und man kann relativ gut über diese Röhrchen abmessen, wer wie viel Rücklaufmenge verliert. Ist also man kann ziemlich gut Injektoren identifizieren, die Mist bauen. Auch zu wenig Rücklaufmenge ist schlecht.
im Übrigen. Ne? Und dann steht der Injektor nämlich im Verdacht, in den Brennraum abzupinkeln. Hört sich blöd an. Wenn ihr in den Brennraum zu viel Diesel bekommt, wenn er also abpinkelt und nicht mehr zerstäubt, diese Tropfen auf dem Kolben oben, genau da hat euer Kolben hinter ein Loch. Kein Scherz. So, das ist das Reinigungssystem für Injektorschächte etc. Wenn ihr den Sitz gefräst habt, kann man den mit diesen harten Bürsten nochmal nacharbeiten. Eine von den Bürsten habe ich noch draußen liegen, das weiß ich. Liegt noch im Auto, weil ich neulich mal auf ganz schnell mit dem Akkuschrauber bei einem Bekannten reinigen musste. Ja, sehr praktisch. Das letzte Werkzeug zum Thema Injektor. Der Gerät zum Ausbauen. Ja. Haben wir schon ein paar Mal gezeigt. Ich glaube, in meinem Kanalvideo, ne, ist der auch im Einsatz. Richtig gutes Ding. Ne? Glück gehabt, wenn es damit funktioniert. Pech gehabt, wenn es damit funktioniert, dann musstest du den Injektor oben aufmachen, ist er eigentlich kaputt. Dann, aber wenn er über den hier zieht, habt ihr das natürlich die maximale Kraft. Da gibt es mittlerweile so ein Druckluftteil, was selbst vibriert. Keine Ahnung, ob es gut funktioniert. Ich werde es mir bei einem Bekannten mal angucken. Einer hat das. Schauen wir mal. Ja, wenn man eine Schraube abgebrochen hat oder eine Schraube abgerissen ist, Mutter abgerissen, weiß der Teufel, so ein Ausbohrsystem natürlich perfekt. Ne? Das ist wirklich gut. Da sind entsprechende Bohrhülsen bei und da werden die Kollegen dann hinterher in die Stehbolzen, also gibt es auch noch kleine, da hat man ja gesehen, werden dann praktisch reingeschlagen und werden dann praktisch mit diesen Muttern, werden die Schrauben dann rausgedreht. Funktioniert ganz gut. Aber noch keinen Einsatz gefilmt. Das ist bei nächster Gelegenheit, wenn da mal irgendwo sowas passiert, mal machen. Nein, ich werde jetzt keine Schrauben absichtlich abbrechen. Ja, wenn man die Sitze fräst, nimmt man logischerweise Material ab. Dann ist das ganz praktisch. Da sind verschiedene Dicken drin. Ne? Ich glaube, das ist mehr als Standard. Das ist normal. Ja, das ist relativ normal. Das wäre jetzt von der Dicke her schon gewaltig. Ne? So ein Sortiment ist natürlich sagenhaft praktisch. Sitzen auch im Land Rover drin. Das sind ja eigentlich im Grunde genommen diese Wärmeschutzscheiben. Das geht alles zum Injektorwerkzeug. So, dann haben wir hier noch einen schönen Satz mit. Kann man auch immer gebrauchen. Also muss man eigentlich haben. Ne? O-Ringe. Habe ich mehrere Sätze von. Ja, mehrere Sätze brauchst du immer. Ja, wenn man Geländefahrzeuge fährt, braucht man eins ganz bestimmt, und zwar Splinte. Ja. So, Splinte. Ja, wir haben hier echt ein Lagerdefizit. Hier ist der Kupplungssatz, beziehungsweise der Kupplungszentriersatz. Echt praktisch. Hm. Wir haben bald eine Kupplung vor uns, dann werden wir den auch gebrauchen. Die habe ich auch noch gefunden, sogenannte Vagos, allerdings dreifache. Dafür haben wir jetzt eine eigene Kiste. Ja, da sind noch Lüsterklemmen drin. Nein, die benutze ich nicht. Hier im Stromnetz. Da schießt mich wieder irgendein Elektriker. Nein, ganz im Ernst möchte ich auch nicht, dass es brennt hier. Ne? Also von daher. So.
Ja, und der Rest hier ist wirklich eine schöne Bank zum Arbeiten, um Sachen mal abzustellen oder sowas in der Richtung. Das finde ich persönlich wirklich sehr erleichternd, weil sonst alles auf dem Boden liegt. Habt ihr ja gesehen. Eine Schlagschraube einfach mal hier hinstellen zum Beispiel. So, und mit der neuen Stromversorgung auf der Seite kann man hier auch ein paar Ladegeräte anbringen. Ich werde hier an der Seite kommt noch ein Mehrfachstecker hin für Ladegeräte. Ja, damit die ganzen Handlampen und so weiter in der Richtung, dass ich die noch laden kann. Ja, entwickelt sich halt alles, ne? Vor ein paar Jahren, beziehungsweise vor 2 Jahren oder sowas in der Richtung, gab es hier keine Werkstatt. Da war das hier ein vollgeknallter Stall. Deswegen, ich bin immer auch dran, den ganzen Blödsinn da hinten rauszuräumen vom Vorbesitzer. Also ganz hinten der Müllhaufen ist nicht ausschließlich von mir. Ganz im Gegenteil. Ne? Also, wir sind also immer noch dabei, Sachen wegzuschmeißen, wie auch die 4,2 Tonnen Folie, die draußen im Garten rumlagen. Ja. Immer schön langsam, dann klappt das auch. Und wenn dann richtig. Hier ganz gerne sieht, ganz schön sieht, kaufe ich den ganzen Blödsinn nämlich auch immer ständig und wieder neu. Wenn alles auf einen Haufen ist, passiert das nicht so schnell. Ich habe den Blödsinn sogar als Meterware gekauft. Ja. Diese Sortimentkästen hier nicht wegschmeißen. Die kann man echt gut gebrauchen. Wenn man unterwegs noch was mitnehmen will zum Reparieren oder sowas in der Richtung, hier passt einiges rein. Ne? Ist fürs Bordwerkzeug natürlich perfekt, sowas. Auch weg. Ja, Prüflampe kennt, glaube ich, jeder. Ne? Ist eigentlich unverzichtbar. Deswegen kommt die auch wieder hier hin. Ich habe bis heute keine Ahnung, was das ist. Irgendein Elektriker wird mir das schon sagen. Das lag hier mal irgendwann rum. Ich habe keinen blassen Schimmer. Immer ganz praktisch. Ne? Das ist noch ein Bauteil für meinen Kompressionstester. Muss ich auch mal alles hier rüberbringen. Und noch ein Schraubendreher. Gut, das war es dann erstmal von hier. Das geht dann nach und nach weiter. Ja, ich habe festgestellt, es gibt einige Leute, die haben echtes Problem mit Gewinden, beziehungsweise wie man Gewinde schneidet. Da wollte ich dann doch mal ein Video zu machen. Ein Gewindeschneidesatz kostet nicht viel. Und kann hier und da wirklich ein Lebensretter sein. So, was haben wir denn hier? 6842 für ein M5-Gewinde. Schick. So. Erstmal einen Bohrer reinsetzen. Das ist in diesem Fall jetzt ein 4,2 mm Bohrer. Standbohrmaschinen kriegt ihr ganz günstig auf eBay Kleinanzeigen. Ja. Teilweise in Industriequalität, braucht aber kein Mensch. Ja. Wir sind immer noch in der eigenen Garage oder womöglich im Keller. Brauchen wir jetzt keine Standmaschine, die 600 Kilo wiegt. Ich brauche echt mal einen neuen Bohrfutterschlüssel. So.
Wir gehen einfach mal davon aus, dass wir jetzt angekörnt haben, ne? Jetzt keine Lust zu. Machen wir einen Tropfen Öl hier drauf. Anschmeißen der Gerät. Und da sind wir durch. Solche kleinen Schraubstücke empfehlen sich auf jeden Fall, weil ein Bauteil, was hier drauf sitzt und ihr festhaltet, ne, nehmt mindestens wirklich fette Handschuhe und eine Wasserpumpenzange und haltet das entfernt fest. Wenn sich die Dinger anfangen, wenn die um den Bohrer rotieren, wenn er sich festfrisst kurz, das hackt euch echt den Finger kaputt. Das ist nicht angenehm. Schmückt auch nicht gerade unbedingt. So, wir haben ein Loch. So, jetzt mal gucken, dass wir hier winklig drauf kommen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schief. Mach das mit zwei Fingern. Dann passt das mit dem Winkel auch, ne? Ab und zu mal wieder zurück, wenn es schwierig gehen sollte. Das hat man irgendwann, und das merkt man. Aber in diesem Fall funktioniert das einwandfrei. So. Wenn er so rein und raus geht, ist das Gewinde drin. So, aber in diesem Fall jetzt erst ein Vorschnitt. So, jetzt wieder. Das ist der Fertigschneider jetzt. Also eigentlich die letzte Stufe, ne? So. Das spricht schon mal für ein sauberes Gewinde. So, dann machen wir das sauber. Jetzt haben wir hier eine Schraube. Schlitz. So, ihr könnt das richtig festpallern. Ja, jetzt habt ihr eine Schraube in dem Stahlträger. Soll ja auch nur ein Beispiel sein. Ne? Ich verlinke euch mal so einen Gewindesatz. Ist total praktisch. Ne? Auch wenn ich irgendwas zerlege am Zylinderkopf oder sowas in der Richtung. Einige haben das schon ein paar Mal gesehen. Die ganzen, gerade bei Aluminium, die ganzen Befestigungslöcher, die schneide ich gerne nach. Ne? Aluminium wird gezogen, wenn irgendwas drin steckt. Nehmen wir bei VW zum Beispiel die Befestigung von einem Thermostaten.
Das Gewinde wird immer nach außen gezogen. Ne? Wenn du es festziehst, ziehst du es praktisch nach außen, sondern schraubst es los und irgendwann ist dieses Gewinde weg. Also reinigst du das praktisch, indem du einmal da durchgehst mit dem Gewindeschneider. Da ist dann auch der ganze Dreck draußen. Das beschädigt das Gewinde wesentlich weniger. So, jetzt haben wir aber irgendwann das Problem, Gewinde platt. Was dann? Entweder, wenn es geht, machst du ein größeres. Ne? Setzt du praktisch ein größeres rein. Also wenn wir jetzt hier dieses Gewinde praktisch platt haben, ne? Machen wir als nächstes ein Sechsergewinde rein. Wenn das aber allerdings im Bauteil nicht mehr passt, dann müssen wir auf andere Systeme zurückgreifen, wie zum Beispiel Helicoil. Und das zeige ich euch jetzt. So, hier haben wir den komplett totgerittenen Steuergehäusedeckel. Eigentlich wäre sowas hier an der Stelle auch noch, aber hier ist ja der Zahnriemen abgeflogen. Ergo, das Ding ist im Eimer. Ja. So, jetzt tun wir mal so, als ob wir ein Gewinde kaputt haben, irgendwo hier oder sowas in der Richtung. Helikoil-Satz. Bohrmaschine. So. Jetzt haben wir aufgebohrt. Da drin nehmen wir jetzt einfach mal an, das ist ein kaputtes Gewinde. Ne? Jetzt nehmen wir unser Schneideisen. Und einen entsprechenden Gewindeschneider. Ne? Gucken, dass man eigenermaßen gerade aufsitzt, aber das hatten wir ja gerade schon. Vorsichtig beginnen. Und gucken, dass wir gerade sitzen. Ein bisschen Öl. Kann nie schaden. Ab und zu mal einen Rückwärtsgang einlegen, um die Späne loszuwerden. Schutzbrille, ganz wichtig. Sonst bitte nicht pusten. Das dürfte jetzt einfach gehen. So, wie man hier sieht, ohne zu ruckeln, geht sie da raus. So, sauber machen. So, wie man jetzt recht schön sehen kann, haben wir jetzt ein Gewinde da drin. Das machen wir jetzt sauber. Bei Sacklöchern bitte nicht auspusten, sondern saugen. Das ist ein durchgehendes.
Also kein Problem. Nee, bei Sacklöchern hauen euch die Späne dann sofort ins Gesicht. Das macht also weniger Sinn. Ne? So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier einen Helikol reinbekommen. Mit was haben wir denn gearbeitet? M10. So, jetzt hat er hier diesen Träger. Ne? Und das hier ist der Helikol. Ne? Praktisch hier drauf gesetzt. So, und hier unten sieht man recht gut. Hier ist er jetzt am Ende, ne? Dieses Teil sitzt auf der Feder. Okay. Im Normalfall würde ich jetzt an der Stelle mit Schraubensicherung arbeiten. Geht aber auch ohne. So werden die geliefert. Gibt es dann auch in verschiedenen Längen. Also ich habe die Dinger bis M10, das reicht mir. Ne? Jetzt kommt dieses formschöne Gerät. Ist eigentlich nur ein Dorn, ein Durchschläger. Ihr habt da hinten gesehen, diesen kleinen Quersteg, wo praktisch dieser Träger einrastet. So, der ist jetzt weg. So, ich habe da noch eine Schraube gefunden. M10. Mit der Methode bekommst du einen Krümmer wieder fest. Oder halt Ventilhaube, irgendwas am Auspuff, weiß der Teufel. Ich habe damit auch schon, also Injektoren mache ich damit regelmäßig, wenn die Dinger ausreißen. Aber man kann es jetzt auch dran rumruckeln und am Reißen machen und tun und will, und es funktioniert. Ne? Ja, jetzt kann ich auch eine Schraube reinstecken, die total sinnlos ist. Aber Hauptsache, ihr habt es mal einmal gesehen. Ne? So, das ist das Helikol-System. Finde ich sehr praktisch. Weil es nicht ganz so teuer ist. Es gibt noch ein paar andere von Würth und sowas alles in der Richtung. Aber A, verkaufen die nur an Gewerbetreibende. Und B, ist es eigentlich das gleiche in Grün. So. Dann gibt es noch Gewindehülsen. Die habt ihr gesehen am Volvo. Hat jetzt aber nicht so wirklich die Festigkeit für zum Beispiel jetzt ein Krümmer oder so. Macht doch keinen Sinn, weil es nicht plan aufliegt dann. Das hier schon. Hier ist nichts. Das Gewinde ist da drin. Das Gewinde ist da drin. Das hat sich da jetzt schön eingefügt. Einmal durchschrauben sozusagen, ne? Und dann habt das. Ja. Wenn ihr gerne mehr wissen wollt in Bezug auf Gewinde und so ein Kram, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ja, das ist, ne, wenn so ein Ding ausreißt, das ist jetzt Quatsch, ne, das Ding ist Schrott, aber wenn so ein Ding ausreißt und ihr müsst ein neues Bauteil kaufen, zum Beispiel dieses Teil hier kostet fast 600 Euro, ne, bei Land Rover. Geht ja auch nicht kaputt mal eigentlich, ne, aber ne, ist nur so ein Beispiel. Bei Mercedes, wenn ihr den Injektor draußen habt und euch ist das Gewinde rausgerissen und ihr habt seid wirklich auf dem letzten Stand, wo ihr es reparieren könnt,
Das ist ein neuer Zylinderkopf am Ende, ne? Von daher kurz drüber nachdenken, wie können wir das Gewinde retten? Ja. Also wie gesagt, wenn ihr gerne noch ein paar Sachen wissen wollt, in die Kommentare schreiben. Ich packe jetzt meinen Krempel zusammen. Berlin steckt mir noch in den Knochen. Muss mir beim Land Rover echt mal was einfallen lassen in Bezug auf andere Sitze. Das ist ein echter Höllentrip, mit dem Ding Langstrecke zu fahren. Was ja eigentlich ziemlicher Irrsinn ist, weil das ja eigentlich ein Langstreckenauto ist. Ja. Nur blöd, dass der Lupo jetzt im Moment wesentlich bequemer ist. Aber den Motor kriegen wir nicht in den Lupo. Also mussten wir mit dem Landi los. War in Berlin ein echtes Vergnügen. Da sind uns alle ausgewichen. Keiner wollte sich mit diesem 2-Tonnen-Vieh anlegen. Also Vorfahrt haben es keiner genommen. Wir haben einige Vollbremsungen gesehen. Bei uns passierte nichts. Fand ich gut. So, die Sonne ist auch schon untergegangen, wie wir draußen sehen. Naja, fast. Ne? Ich mache das Video mal fertig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.